Alter, du bist schon am Steuer, super. Hallo. Hallo. Also, es gibt jetzt zwischen den zwei Außenposten, wie hieß die nochmal die Insel? Sunken Grove. Sunken Grove, das war ja, wo wir gerade eben gekämpft haben mit der Schalup, wo wir eigentlich einmal tolle Sachen dann, bitte. Ja, bin gerade dabei. Warum bewegen wir uns so langsam? Weil wir die Segel alle falsch haben und der Wind auch blöd ist, aber wir warten gerade mal, bis du dich richtig gedreht hast, dann drehen wir auch die Segel. Auf zu schießen. Der bescheißt uns. Drehen. Jetzt macht's bumm. Da kommt's ein erster Schub. Drehen. Okay. Und der zweite Schub. Sehr schön. Ich drehe das andere nochmal wieder mit. Ich fahre jetzt relativ exakt nach Norden. Mhm, mach das. Sofern der Felsen vor mir das zulässt. Das wird schon gehen. Hat die Titanic damals auch so gemacht? Hm. Ein bisschen links. Ab. Ja, so ein bisschen wirklich. Sonst muss ich wieder neu lackieren. Weißt du, Dex, liebsten würde ich für den Spruch da jetzt mal gegenfahren. Böser nicht. Wir haben keine Lackierung. Eimer? Da ist übrigens die Le Chaloup, Galeone Richtung Norden. Genau in Richtung Norden ist sie. Hinter der großen, zwischen den, der Insel. Ja, ich sehe sie. Also entweder winken oder Gefechtsstellung. Ah, volle Möhre auf die Fresse. Wir haben sowieso nichts dabei. Wir schießen das Huhn rüber. Kann man eigentlich auch Skelette Schlangen schießen? Dann kann man auch die Schlangen da reinstoppen. Man kann, ich habe doch gelesen, man kann doch irgendwie auch Kanonenkisten schießen. Also hier, Sprengfässer. Die haben geankert. Na, wenn die geankert haben. Ach, meint ihr die Galeone, wo ich jetzt rechts an der Insel vorbei muss? Genau. Also entweder greifen wir an, aber wir sind jetzt ohne Zoe, ne? Wir haben jetzt einmal Feuerkraft weniger. Aber dafür ankern die. Du weißt doch, Zoe ist immer eine halbe Stunde, ganz kurz weg, halbe Stunde. Kein Stuss. Ah, da ist sie ja. So, bist du eigentlich, bist du bei uns an Bord? Ja. Stell dir die Segel. Hast du mich noch nicht gefunden? Nein. Ja, Segel. Du willst die Segel haben? Im Wind? Ja. Die ankert aber nicht mehr. Die sind jetzt wieder auf Kurs. Gefechtsstellung. Sorry. Ja, warte. Wir legen uns mit der Galeone an. Die fährt aber weg, ne? Ja. Ich fahre ein paar Fässer über. Grox. Oh, wir werden beschossen von der Insel. Eventuell müssen wir gleich nochmal reparieren. Ich bin zurückgeschossen. Okay. Wir schießen hier. Die Insel. Lüge. Wir haben aber irgendwie Glück, wir fahren wirklich immer an dem schlechten Wetter vorbei. Da seht ihr das da hinten? Da und da und da hinten. Überall der riesengroße Schatten von unserem Schiff auf der Insel. Kommt voll auch voll cool aus. Das Wasser sieht aber verdammt geil aus. Habe ich das schon mal erwähnt gehabt? Das Wasser? Ja, guck mal hier. Wenn wir die einholen wollen, sollten wir mal zusehen, dass wir auf maximale Geschwindigkeit fahren. Mopsgeschwindigkeit. Sind sie? Ich sehe sie nicht mehr. Ich check das links. Geradeaus, mehr oder weniger. Leicht links, ja, wie du gesagt hast.
Wir haben aber gerade das Segel rangeholt ein bisschen. Es will uns leiten in die Riffe. Oh, Gravy, hi. Ich sehe die gar nicht mehr. Dann vor uns. Das ist mein Herzinfarkt. Ja, ich sitze so ganz entspannt, nichts ahnend. Oh. Wie gerne würde ich hier schießen können. Ich glaube, die haben da geankert. Haben wir geankert? Ich weiß nicht, ob sie es geankert haben. Sie haben die Segel hoch. Nein, jetzt nicht trinken. Wir gehen doch gleich auf Crashkurs hier, auf Rammkurs und überhaupt. Nein, du weißt doch, ich kann fahren, wenn ich getrunken habe. Ich kann also auch kämpfen, wenn ich getrunken habe. Ja. Dexilein! Hat der Wind gekühlt? Ja. Warum sind wir so langsam? Der Wind hat gedreht, ja. Ich habe einmal das. Nein! Ah, das kommt davon, wenn du zwei Leute auf einer Galeone fahren. Reparieren! So, hier auf zu Was saufen, ist denn? Ich sauf überhaupt nicht! Was ist denn passiert? Hä? Wo sind wir denn raufgefahren? In der Sandbahn. Oh. Reparierst du? Ich mach Wasser weg. Ja, ich repariere. Eben über eine Insel gefahren. Ach so, machen wir immer so mit die Schiffe. Genau. Mit die Insel. Wir haben geankert. Alles repariert? Die haben alle Segel angezogen. Die warten bestimmt auf uns. Ist das irgendwie hier ein Außenposten? Nee, oder? Weiß ich nicht. Möglich ist. Okay, die sind noch vor diesem Felsen. Wenn man die schön. Ich kann das nicht sehen. Ihr müsst mich jetzt anleiten, wo ich hinfahren soll. Ist gerade gut. Ja, so ist gut. Ich würde ein bisschen die Segel dann holen. Ja. Das ist aber keine. Okay. Ja, so kommen wir da eigentlich ziemlich gut dran vorbei. An die Kanonen. Ja, aber langsam anfahren. Hol es mal hoch, ja? Hol es hoch. Was ist mit der Mitte? Die Mitte machst du am besten auch ziemlich weit hoch. Damit. Ja. Ja, sonst wir sind zu nah, ne? Vorbei, wir sind ein bisschen zu nah. Aber wir müssen langsamer werden. Ja. Oh, die sieht aber gut aus, das Schiff. Schießen! Die machen uns fertig jetzt, das sage ich dir. Wahrscheinlich. Aber ist egal, wir schießen. Oh, die ist echt hübsch. Ja, wir schießen so hoch, weil es mal dran. Ja. Ist egal. Alles okay, gut. Ich gehe reparieren, mal gucken. Ich meine, die hätten auch mal geschossen, haben die, ne? Geschossen? Nee, wir haben doch nur geschossen. Hm, okay, ich hab gar nicht, ich hätte einen Schuss abbekommen. Ich hab einen Schuss. Ha! Ich gehe rüber. Bye bye, Grave. Boah, für das geile Schiff, ey. Was ist denn das für ein. Naja, sie haben halt Geld ausgegeben dafür, ne? Ne, ich glaube, die haben die Mission guck mal, auch schon. Die haben die Mission schon. Von denen sollten wir wirklich aufpassen. Die haben nämlich das Ding vor den Skelettschiff. Ja, Wurst. Mach mal den Anker. Die gehen unter? Ja. Okay, cool. Jetzt ist der Anker. Achtung, direkt an den Anker wieder kommen. Jetzt an den Anker kommen. Und los. Ach ja. Ja, die ist mir unter. Hat die irgendwas dabei? Naja, auf der Insel müsste ja was sein, ne? Wo waren sie? Da. Hier ist alles voll mit Truhen. Echt jetzt? Oh Gott. Ja. Los, volle Pulle. Das sind drei Stück. Ja, dann drei, los. Vier. Aber alles so billig Truhen. Ja, ist egal. Truhe ist Truhe. Wir nehmen alles mit. Wir müssen ja irgendwie die Augenklappe von Grave verfinanzieren. Irgendwie geht das ja. Mir nicht. Langsamer werden. Wie nah sind wir schon? Ich sehe das gerade nicht. Ich auch nicht. Sind wir schon da? Ja, du nicht ganz so weit rechts. Nicht ganz so weit rechts. Links meine ich. Ah, das ist der Grave doch schon. Okay. Ah, ja. Ja, genau. Ich glaube, wir können schon Anker werfen. Okay, ja, geankert, perfekt. Hopp. Wo sind die denn hin? Die müssen doch auch irgendwo jetzt gleich also kommen. Also einen habe ich noch gekillt, den anderen habe dann noch gesehen, dass noch einer da ist. Weiß ich, wo der hin ist. Weißt du, rein zufällig. Was? Billige Truhen? Das ist alles goldene Truhen.
Ich habe hier zwei Gold. Besonderes. Zwei goldene Truhen. Er passt aber auch nicht, dass da jetzt einer auf dem Schiff noch ist. Vielleicht. Ja, wir passen auf. Weißt du rein zufällig, wie der hieß? Nee. Das Schiff, das kam mir so bekannt vor. Ganze Schiffe hier. Fässer hier. Boah, das war knapp. Ich glaub, das war noch irgendwas? Oder waren das nur die beiden? Ich weiß es nicht. Ist aber auch so ein fieses Manöver da so ein bisschen. Warum haben die uns nicht gesehen oder haben die uns ignoriert oder ich weiß es nicht so ganz. Jetzt die haben uns nicht gesehen. Wenn wir auf einer Insel sind, achten wir auch nicht auf unser Schiff. Aber wir sind doch schon längere Zeit hinter denen her. Also es ist jetzt nicht, dass wir eine Minute gerade angekommen sind für eine Minute oder so. Ja, das war's. Eine Viertelstunde sind wir oder 10 Minuten sind wir hinter dem her gefahren. Gut. Kann aber auch sein, dass es nur einer gewesen ist, ne? Ein einziger Teller. Also es waren zwei. Habt ihr die Insel einmal abgeguckt, ob da vielleicht noch irgendwo ein Tor ist? Weil die hatten bestimmt einen Auftrag hier. Wer schwimmt da? Zoe, willst du? Ich bin da noch. Jawohl. Bringt ja sowieso nichts, was wenn die einen Auftrag haben. Meinst du, die haben die Kiste dann in der Hand oder wie? Möglich ist alles. Ich hab einen Anker jetzt gleich hoch, ja? War ruhig los. Ja, bin ja nur ich hier unten. Zoe wird zurückgelassen. Zoe wird geopfert fürs Team. Ah, da ist er. Da ist einer. Okay. Indianer. Ich hab ihn angeschossen. Lemur. Lemur. Haben gekillt. Indianer Lemur. Ah, ja. Ach, der wollte zu seinem Schiff. Ja. Das war der. Das ist ja Meerjungfrau, Mann. Nee, das war uns. Nee, ich meinte den Haider eigentlich. Die Meerjungfrau war uns. Deswegen okay, hab ich auch auf den Hai geschossen. Kann ich mir mal eben sagen, wo ich hin muss? Einmal auf die Karte gucken. Ja, ich guck. Du, wir sind da und wir müssen. Wo wollten wir hin nach? Das, was mitgeht, ist. Tanken, Scorf oder so ähnlich. Einmal komplett nach Norden. Alles klar. Einmal Möhre, volle Möhre umdrehen. Die fluchen jetzt auch. Die fluchen jetzt auch, ja. Die hatten ja mal ein mega Schiff, ne? Aber ich hab volle. Ich schieße ja immer nur noch unten drunter, also wirklich immer ins Unterdeck. Ja, ich auch. Dann, ein Raid. Raid ist gerade da. Wo? Im Horizont. Am Horizont geht's weiter. Richtung Nordwesten. Nordwest. Können wir ja auch vielleicht nochmal ein Raid machen mit Zoe. Ja, machen wir mal, aber jetzt machen wir erstmal. Das ist schon ein Ja, richtig. Wir müssen sowieso erstmal die Quest machen. Ich würde aber ganz ehrlich erstmal, wenn wir so zwischen den ganzen Außenposten rumgurken, würde ich gerne den Scheiß abgeben kurz. Ja. Wie viele Kisten waren das? Drei? Ja. Dann machen wir es folgendermaßen. Wir springen einfach an Bord. Wer schießt hier? Achso. Wir springen einfach von Bord. Wir drei und die Kim fährt weiter. Alles klar. Ich meine, wir hätten sogar noch Aber eine wir vierte. Haben noch mega viele Pulverfässer. Ja, eigentlich wäre es besser, wenn wir wirklich mal eben anhalten. Das wäre zwar witzig, was Dex gesagt hat, aber das wären zu viele Sachen. Ja, ich guck mal kurz was oben. Lass uns ruhig einmal anhalten, so viel Zeit muss sein. Ja, welche Maschinenposten nehmen wir denn? Und wir haben noch ein Hühnchen. Graves Hühnchen. Soll ich gleich essen? Hühnchen. Ja, wenn wir zu Graves Hühnchen nehmen, dann fahren wir auch zu Graves Außenposten. Galleons Grave, ja. Ich glaube, wir werden nie fahren können, wenn wir keine Segel haben, ne? Weil das liegt ja auch, also wir fahren jetzt schon auf Sunken Grove zu, mehr oder weniger. Ja, den kleinen Abstecher können wir uns gönnen. Ne, fahren wir sofort, machen wir schnell. Mist abgeben, ich würde gerne die Quest unbedingt zu Ende machen. Ja, wir fahren direkt auf die Insel zu, wo wir die Quest zu Ende machen können. So, volle Möhre, Fahrt. Oh, das mittlere ist schon wieder nicht mehr. Also, ja, kommt auch an, wie wir drehen. Ja, wir kriegen es nicht mehr reingesetzt. Du musst eh ein bisschen rechts fahren, oder? Dann kommst du in den Wind rein. Also wenn wir erstmal Schiff im Horizont. Das ist, ja, es ist die Galeone, die hält auch voll mehr auf uns zu und das ist ja, in dann sehen wir zu, dass wir erst abgeben und Nordwest, dann Nord, dann rechts, Nordwest. Dann nach Nord, Nordosten. Genau. Dann nehmt die drei wertvollen Schuhen. Obwohl, die sind noch relativ weit weg. Ne? Haben aber Rückenwind.
So weit sind die eigentlich gar nicht weg. Achtung, ne? Ja, deswegen sag ich's. Ja, so. Und wunderbar, so ein Trick mit Wind fahren. Das ist, das ist der Outpost mit dem Kombi im Schiff hier oben drauf. Ja, am besten rechts dran, oder? Der rechten Seite müsste das sein, dann. Wir hatten einmal die Kiste Truhe des Plünderers, Truhe des Plünderers und die Truhe des Plünderers. Das sind. Hast du nicht noch eine nach oben gebracht? Nee, ich habe eine in der Hand. Achso. Ah, okay. Okay. Ja, das war nicht. Das war die billige. Nochmal drei Stück. Nee, pass auf, warte, die Zoe hat nämlich eine Kiste gefunden, die war ein bisschen schöner, ne? Nee, das war auch so eine, weil die steht auch hier unten. Die hält genau auf uns zu, die will zu uns. Ja, ist ein bisschen verständlich. Ja, die versucht uns sogar zu kreuzen. Auf der Stein vorne? Nee, das ist alles okay. Alles okay. Ich bin bereit. Bereit für was? Mit der Kiste. Achso, wollen wir jetzt nicht ankommen, wir wollen doch, jetzt abhauen. Doch, ich würde ankommen jetzt. Machen Sie Schiffe. Wir müssen zusehen, dass wir den ganzen Quatsch von Bord kriegen, dann. So, ich mach mal schon mal die Hosen hoch wieder, weil wir brauchen ja keine Geschwindigkeit. Wir sind zu schnell. Oh, Leute. Soll ich ankern? Okay. Oh, wei. Ja. Perfekt. Und nochmal. Sehr schön. Ich schmeiß die Sachen von oben runter. Wo ist denn jetzt der Typ? Ah, hier unten drauf. Sehr gut. Mal gucken. Wer geht als erstes ab? 1, 2, 3. Oh, ja, ist gut. Gut. Ist gut. Meine ist war gut. 400. Wir machen. Wir haben noch 4 Sprengfässer. Wir sind zum Glück hier gleich beim Schiff. Und wir haben noch ein Hühnchen. Übrigens, danke an alle Gegner, die uns fleißig die Kisten sammeln. Wollte ich mal so in der. Eine Kiste ist da noch hinter der Tür, Dick. Ja. Nehme ich das ja, Hühnchen? Ja, ich hab platziert. Guckt mal nach oben auf die Masten. Eigentlich unten dann. Nein. Oh Gott. Warte mal, das Hühnchen ist hier bei der Eule, ne? Ja, der schießt da gleich drauf. Kommt runter da! Hühnchen ist bei der Eule und die Sprengfässer auch. Okay, Hühnchen für 145 ist okay für so ein übles Hühnchen und 415 für so ein Festchen. War das jetzt, ne? Wir haben jetzt eigentlich alles Wichtige genommen. Ne, wir haben noch 2 Schießpulverfässer. Ein Schießpulverfest würde ich gerne noch behalten. Wir haben gefeiert, dass wir nicht rankommen. Zum Scherz nochmal, wenn die vielleicht kommen sollten. Ich schmeiß sie runter. Hast du dran gekommen? Ja. Alle unten. Wir haben noch 3 Stück oder so ähnlich. Ich hatte die, glaube ich, alle. Fuck. Das sind alle aber, ne? Also oben ist jetzt keins mehr. Nein. Wir hatten 4 Stück und ich hatte die runtergeschmissen. Wie lange das Spiel man braucht, wenn man so viele Sachen abgibt, ne? Goldenes Huhn kommt jetzt 20 Minuten später. Kam bei mir. Dann haben wir das Huhn schon gegessen gehabt. Hier ist nochmal die Chance, Zeug zu sammeln. Ah ja, okay, wir müssen was mitnehmen. Haben wir jetzt noch einen Fass behalten? Glaube nicht, ne? Nee, ich habe jetzt alle abgegeben, was ich jetzt gefunden habe, habe ich alles abgegeben. Das Schiff ist übrigens nicht mehr da, ich sehe es nicht mehr. Kommt die haben wahrscheinlich auch gemerkt, dass sie jetzt so langsam waren. Zu weit weg. Oder es hat sind umgedreht zum Raid. So, jetzt aber ab zu Wanda nochmal. Ei. Duncan Grove, ey. Ja, meine ich aber. Wanda's Karavest. Die Suche nach Wanda. Ich hoffe, wir bekommen was Interessantes. Ich meine, rauszubekommen, wie. Es läuft hier schon wieder. Ach so, nee, sorry. Danke. Ey, wir können nur drehen. Wir müssen einmal komplett drehen, ne? Und wir kriegen jetzt einmal einen schönen Schub jetzt in 3, 2, 1. Schub 1. Wenn du jetzt so, wie du es gerade tust, und den Außenposten rumdrehst, fährst du genau auf die Insel zu. Okay. Oh, geradeaus, das ist ein Felsen. Ja, geradeaus? Den sehe ich. Okay. Gut. Oh, Dex, das war gefährlich hier unten.
Wir müssen ja komplett nach Westen, ne? Graf dreht gerade. Ja, wir sind nämlich ziemlich nah eigentlich. Drehen! Reiert sich denn hier ein, ne? Dex, ich glaube, du musst es nochmal sagen. Dass das Wasser so schön aussieht. Vor allem auch die Lichtspiegelungen auf dem Wasser sehen schon fast echt aus. Ja, das sieht total, total abgefahren aus. Mist, immer jetzt haben wir volle Möhre Gegenwind. Die Insel da links ist das, oder? Links geradeaus. Links geradeaus? Links geradeaus. Geradeaus. Im Westen, ja. Ja, einfach geradeaus. Und wenn geradeaus. Ich das richtig sehe, Freunde. Achtung, Rutschgefahr hier unten, hier ist alles voll gekotzt. Wisst ihr was? Ja? Galeone auf rechter Seite. Auf genau Nordwest. Wollen Sie nochmal was abgeben? Wir haben irgendwie jetzt die letzten gemütlichen Stunden damit verbracht, den Gegnern die Kissen wegzunehmen, ne? Finde ich voll toll. Ach da. Nee, das Lied ist zu traurig. Und so trunken. Ich finde das Lied einfach toll. Oh, ich bin schon wieder nüchtern. Es geht so schnell, ist. Ja, jetzt macht man sich die ganze Zeit die Mühe. Irgendwie sieht das hier immer vergiftet aus. Links oder rechts an der Insel? Muss mehr sehen. Süden. So links. Weil da ist dieser Strand, da ist diese Strandgeschichte und ich könnte mir vorstellen, dass man das da eher findet. Und wenn nicht, dann kommt man zumindest relativ gut auf die Insel rauf. Dieses Mal könnte der eine Sturm. Ich spiele so schief hier. Hallo. Ich nehme Galeone. Links, rechts. Versuch mal hinzukommen, das ist sicherer, ohne dass ich runterfalle. Mach das langsam, ey. Ich finde das Schiffchen das gerade auch nicht mehr. Könnte sein, dass die jetzt auf der Lauer liegen, um uns gleich vom Bord gehen abzuschießen. Das dürfen sie gerne machen. Aber nur, wenn sie es vorher ankündigen. Furchtbar. Stück weiter links kannst du, Grave. Wenn du das schaffst, wird das ganz gut will. Fällt aber ganz gut. Das klingt aber auch hart, ey. Was? Pfui. Das klingt übel. Das klingt echt übel. Ich sehe links, bin voll gekotzt. Sorry. Stück links. Nee, nicht links. Voll geradeaus. Das ist doch die Insel, wir sind ja schon da. Ja, und ein Stückchen, damit du dran vorbeikommst. Mit der, jetzt kannst du ein Stück rechts. Orgel ist es noch besser. Mit links, Stück rechts. Bleib einfach auf Kurs. Müde. Ziehen wir so ein bisschen nach rechts. Damit wir nicht so weit weg sind. So, jetzt hat das Schiff mal vom Lenker gerade, weil ich werde jetzt mich ankern. Ja. Hä? Kim, wie kommst du hin? Hast du dich rumgeschossen? Nein, ich kam oben. Ich war oben auf dem Kren. Ach so, ich wollte gerade sagen, ey, wie kommst du denn hier runtergesprungen? Hier ist ein. Ja. Alter. Ihr kämpft, ich mach nicht. Okay. Ich mach Musik. Finde ich gut. Gut aufgeteilt. Ja, ne? Ach, Kimi, du bist immer viel zu streng. Bin ich streng? Zielorientiert.
Bitte sagt mir, dass wir alle vier gestorben sind gerade. Alle. Alle. Einmal bitte Musik holen, einmal Musik machen. Die Helden, ey. Die Helden, das ist die Heldengruppe. Sie stirbt. Das war aber auch. Das war echt gemein. Taucht ihr vor uns mal auf. Das kann aber euch nur uns passieren. Die Trommel in der Hand, mit der sie eigentlich die Trommel schlägt. Wieso? Sie hat die Hand in der Trommel drin, ey. Die einen schleudern sich ein, die so trommelt sich ein. Ich trommel mir ein. Ich trommel. Deswegen spiele ich auch eigentlich das andere Ding. Okay, also so, ich spiele normalerweise mit dem anderen Ding. Mhm. Und meine Banane möchte sie nicht. Doch, ich war nur gerade sehr beschäftigt. Doch. Mit doch. Dex, du bist richtig doof. Was denn? Du hast doch selber gesagt, doch. Dex, mach Licht und hör auf zu sabbeln. Zu sabbern. Ja, ich habe mein Gebiss an Bord gelassen. Was? Das glaube ich dir gerne. Angriff! Da sind hinten Skelette. Ah, hier ist das Logbuch. Wo ist das? Nee, geheimnisvolles Logbuch. Wo bist du denn? Was, wo denn? Rex, wo bist du? Ich bin rechts runter. Rechts. Aber... Ich glaube, die ganzen Skelette sind... Oh nein! Hier ein Sprengfass! Nein! Da lief der oben voll hinter ihm. Ja, hier ist noch ein Sprengfass übrigens. Hier liegt eins einfach so herum. Nimm das doch mal hoch, Dex. Wo bist du? Ich hab die Mission schon angenommen. Es war eine Mission. Achso, okay. Das war ein geheimnisvolles Logbuch. Ja. Voll fake. Okay. The Croc Mask. Wir müssen mal zusammenbleiben. Nicht immer alleine laufen. So, Kim ist noch da unten. Ich gehe mal in der Höhle. Wo bist du denn lang gelaufen, Griff? Bin runtergelaufen. Dann hinterher. Unten war, bist du geblieben und bist da weitergelaufen? Ich glaube, ich bin hier richtig. Warte mal, seid ihr? Lauf einfach mal runter. Den Weg da runter, diese Spirale. Ja, ich habe das Logbuch gefunden. Wo bist du? Ja, keine Ahnung. Hier unten. Okay. Hier unten. Ah, ich seh's. Hier. Jetzt hattest du gerade das gleiche Problem wie ich? Nee, knapp ich bin unten. Kante? So wie es so geplant war. Und okay, du hast den schnelleren Weg genommen. Nein. Au. Was denn? Ach da. Lack. Buch. Ich lese das schon mal. Ich komme. Vermaledeite. Auch cool aus hier mit dem See in der Mitte. Verflucht so dieser vermaledeite Außenposten. Okay, dann mal lesen. Grave hinter dir. Nee, Zoe hinter dir. Oh Gott. Was wieder? Oh Gott, oh Gott. Leute? Ja, ich wollte gerade gehen. Sorry, ich konnte es mir nicht verkneifen. Es ist so hart, ey. Wir sind solche Helden. Sorry, das war jetzt einfach zu verlockend. Das macht so viel Spaß, Musik. Ah, Kim ist gar nicht gestorben. Wir sterben auch alle vier, das ist auch gut. Kim, du bist nicht gestorben, ne? Doch, ich stehe neben dir, Dex. Ich hab nur euch getötet. Ja. Wo stehst du denn? Ich stehe vor. Ach so, nee, Zoe. Hä? Zoe ist... Hello. Ich weiß, also ich habe sie fertig gelesen. Ich nicht. Ist, okay. Oh nein. Hier unten ist noch ein Pulverfass, falls es euch interessiert. Mal gucken, ob die Lage frei ist. Und ob die gleich ein Schiff auftaucht. Hier ist auch noch ein Pulverfass. Autsch! Nein! Oh! Knochenbreaker. Ich tropf in den. Nicht ganz eben. Aua. Aua. Hallo. Hab da gerade aber eine Truhe gesehen auf irgendeinem Felsen, als ich geflogen bin. Hast du? Weißt du noch, wo das ist? Luftlinie von hier zum Schiff.
Ich komme da mal angehumpelt gleich. Mhm. Ja. So. Darf ich jetzt laufen? Danke. Ja. Okay, zurück zur Werkstatt. Wo ist denn die Werkstatt von Wanda? Keine Wanda mehr, kein Fleisch mehr, keine Gnade mehr, keine Wanda mehr. Tja, ich würde sagen, die gute alte Wanda. Oh nein, komm, So, ich versuch's dann nochmal zu lesen. Ja. Wir müssen zu diesem Papagei wieder. Ja. Ich will das aber noch zu Ende lesen. Fahrt schon mal vor, ich wir müssen zurück zu Salty auf Crescent. Ja. Wieder einmal quer über die Karte. Einfach. Aber die Kiste, die Truhe, die er Graf gesehen hat. Ja, da müssen wir mal gucken. Wo die ich will auch ganz ehrlich, eine Truhe so zu finden, ist immer ganz cool. Ich glaube zumindest eine Truhe war es. Die alle so ich habe auf einer Insel mal drei Truhen einfach so gefunden. Drei goldene Truhen, das war voll geil. Das waren 1000 Geschenke. Das war so toll. Hm. Nein! Geht das meine ich so nicht. Ich wollte eigentlich das Spiel loben, nicht mehr. Das Spiel ist doch voll. Das geheimnisvolle Logbuch, das hatte ich schon. Ich will nicht angeben. Da oben ist die Truhe. Guck mal. Was ist sie? Ja, müssen nur da hochkommen. Ich! Ah! Aua! Scheiße, reingesprungen. Wo soll denn die Truhe sein? Hier oben. Wo ist denn hier? Wo bist hier du? Oben. Ach da! Hier! Also, ich bin hinter mir, hinter vor euch. Hinter dir. Hinter vor euch und neben hinter mir. Hinter mir und vor ich bin neben mir. Nicht. Du stehst, glaube ich, immer ein bisschen neben dir, mein Lieber. Richtig! Deswegen fahrt ihr auch immer mit mir mit. Okay. Natürlich. Wanda hat einen Knall. Hier ist wieder so eine komische Statue unter Wasser, die spielt ein Didgeridoo. Was machen die eigentlich? Touch my tralala. Diese Statuen da unter Wasser. Die können dich umbringen. Ich weiß. Wenn ich die nämlich angreife, dann sind die voll böse. Ja, also du kannst sie zerstören. Das würde ich an deiner Stelle auch machen, wenn du schon meine findest. Aber? Du kannst bestimmte alleine kaputt machen und andere kannst du nur im Team kaputt machen. Ja, dann lass sie mal kaputt machen. Aber was bringt nichts, weil du musst dafür, das ist so gesehen eine richtige Aufgabe, du musst mehrere auf einmal machen. Also du musst mehrere machen, dann kriegst du auch sowas wie so eine Auszeichnung. Die blauen Münzen. Dann bedeutet das, kriegst du eh. Ich letztens. Also, wir müssen nach Crescent Isle zurück. Wo immer das war. Genau. Das ist Nordwesten. Ganz oben Nordwesten in der Ecke. Hallo. Das nordwestlichste Nordwesten, das es gibt. Hi, Dex. Ich komme von da oben. Ah ne, das ist hier bei. Ich laufe immer so. Also so wie das Schiff jetzt steht, einfach geradeaus weiter. Okay. Ja, aber ein gutes Stück, ne? Gutes Stück, aber einfach so weiter. Klar. Cool. Kurs halten. Guck nicht so komisch. Ich weiß, dass ich mich manchmal ein bisschen aufrege. Mein Hund guckt böse. Erst erschrecke ich sie. Macht man auch nicht. Dann ringe ich auf. Die Quäler. Vielleicht die Peter. Wir haben heute nicht einmal eine Quest auf den Tisch geknallt, ne? Krass. Wir haben aber eine Quest. Ja, wir müssen nach Crookmast. Schon cool. Bleibt ihr eigentlich erhalten, wenn man die im Logbuch findet, man sich ausloggt, nein, oder? Wir sind weg. Nein? Wir sind weg. Also ich würde dieses mit dem Crooked Mast eventuell nochmal machen, wenn ich mal gucke. Ich gucke gerade mal eben, wo die Insel ist. Boah, das sind 1, 2, 3.